Hi Leute, ich bin Kade und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar gibt es meinen ersten Sommer-TBR. Und ich habe mir wieder fünf Bücher rausgesucht, die ich diesen Sommer unbedingt lesen möchte. Es gibt nochmal ein extra Video, wo wir Sommerbücher lesen. Also gehypte Sommerbücher von TikTok. Die sind jetzt nicht mit in mein TBR. Werde ich so im Laufe des Monats generell lesen. Das werdet ihr auch nicht in den Vlog sehen, weil dazu ja ein separates Video kommt, was auch ein bisschen so aufgebaut sein wird wie ein Reading-Vlog, denke ich. Ich habe mir jetzt TBR-Bücher rausgesucht, von denen ich hoffe, sie haben ein bisschen Sommervibe, beziehungsweise die ich wirklich gerne jetzt lesen möchte. Eins ist noch nicht angekommen, leider. Das sehen wir aber dann nochmal im späteren Verlauf hier auf dem Kanal. Aber es ist mit auf mein TBR und zwar hatte ich vor, nächsten Monat, weil dadurch, dass es jetzt sowieso nicht pünktlich ankommt, ist eh egal, I'm Glad My Mom Died zu lesen. Da fangen wir jetzt direkt mal mit an. Und zwar hatte ich weiß nicht durch was, aber ich hatte extrem Lust, das Buch zu lesen. Und habe es mir jetzt kurzerhand doch bestellt gehabt, weil ich habe jetzt wirklich sehr lange überlegt, hole ich mir das oder hole ich es mir nicht. Ich habe sogar in mehreren Videos gesagt, die einzige Biografie, die ich wahrscheinlich in meinem Leben lesen werde, ist die von San Diego. Well. aber ich glaube, es kann sich in eine sehr interessante Richtung entwickeln, für mich persönlich. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch. Kommt hoffentlich die Tage an und dann sehen wir das im Laufe der nächsten Vlogs auf jeden Fall. Und ja, deswegen gehen wir mal zu den anderen Büchern rüber, wo ich auch ein bisschen mehr sagen kann. Und zwar haben wir als erstes Remember Me Wrong. Und habe ich auch jetzt schon öfters gesagt gehabt, dieses Buch ist seit 2 Jahren auf meinem TBR. Ich wollte es immer im Sommer lesen, ich habe es nicht geschafft, jetzt habe ich es auf mein 23 for 2023, wenn euch da interessiert, welche Bücher ich mir für die Challenge rausgesucht habe, könnt ihr gerne hier gucken. Sollte hier sein. Ich wollte mir endlich mal Druck machen, das zu lesen. Ich habe jetzt erstmal nur den ersten Teil auf mein TBR. Den zweiten habe ich natürlich auch hier und ich werde sie wahrscheinlich auch im selben Rahmen lesen. Aber ich kenne mich. Wenn ich beide auf mein TBR habe, dann lese ich sie wahrscheinlich nicht. So habe ich den ersten Teil mindestens auf mein TBR. Und so will ich erstmal den ersten schaffen. Und weil es Sarah Schankowitz Bücher ist, denke ich, werde ich kein großes Problem damit haben. Als nächstes wollte ich schon längst gelesen haben, aber ich hatte nicht so Mut auf Englisch zu lesen, deswegen jetzt Kiss the Sky. Ich hoffe wirklich, es hat Sommervibe. Ich weiß es nicht. Die anderen Bücher von der Addicted Reihe hatten bisher schon ziemlich einen Sommervibe und deswegen hoffe ich hier auch drauf. Ich weiß, das Buch wird mich einnehmen. Wie gesagt, ich wollte es schon lesen. Ich kam nur nicht dazu. Hier bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Den nächsten Teil der Reihe habe ich mir natürlich auch schon vorbestellt. Der kommt nächsten Monat an. Ob ich ihn dann auch nächsten Monat lesen werde, weiß ich nicht. Das hatte ich ja, wie gesagt, schon mit dem hier vor. Das kam halt diesen Monat raus. Aber ja, ich denke, das wird auch das nächste Buch sein, was ich anfangen werde zu lesen. Things We Hide from the Light. Was ich auch schon längst gelesen habe, habe ich auch eingeteilt. Glaube ich auch, weil diese Kleinstadt auch so ein Sommerfeeling hat. Ich weiß gerade nicht mehr. Der erste Teil hat auf jeden Fall so eher wärmere Vibes, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ich werde auf jeden Fall nächsten Monat sowieso dazu kommen, es zu lesen. Und dann haben wir schon das letzte Buch von meinem TBR. Ich werde wahrscheinlich mehr lesen, je nachdem, wie jetzt die nächsten Tage laufen. Da halte ich euch auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden, wenn ich da irgendwie was Neues habe. Aber ich wollte endlich eine Reihe zu Ende lesen. Und damit auch schauen, ob ich sie aussortiere oder nicht. Und zwar habe ich mir Keeping Hope rausgesucht, damit ich es wirklich nicht weiter aufschieben kann. Mir haben die ersten beiden Teile der Reihe eher so semi-gut gefallen. Sie sind gut geschrieben. Der erste Teil war von der Thematik her nicht meins. Der zweite Teil war mir einfach zu lang. Das hier ist der Inference to Lovers, was nicht unbedingt eins meiner Lieblingstropes ist. Aber ich wollte den ganzen nochmal eine dritte Chance geben. Aber obwohl mir die Teile nicht so wirklich gefallen haben, also nicht komplett, bin ich auf jeden Fall trotzdem irgendwie attached zu der Reihe von den Charakteren und so. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dort aussehen wird. Und das war dann auch schon das letzte Buch für mein TBR. Ich habe das jetzt komplett durchgewascht, wie jedes Mal. Nächste Woche kommt auf jeden Fall mein Lesemonat. Ich habe jetzt dieses Video hier vorgezogen, einfach weil es viel schneller zurechtläuft, viel schneller zu schneiden ist und ich dann jetzt die nächsten Tage keinen Stress machen muss. Und nächsten Samstag kommt auf jeden Fall mein Lesemonat. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr weiterhin auf meinem Kanal bleibt. Deswegen abonniert gerne rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne die Bücher in die Kommentare, die ihr diesen Monat gerne lesen wollen würdet. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, checkt gerne meine Social Medias aus und tschüss!